Hallo liebe Bastelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid und mit mir gemeinsam was Neues zu basteln. Für die heutige Bastelaktion benötigt ihr einen schlanken, ausgewaschenen Milchkarton. Ihr braucht Tesafilm, verschiedene bunte Filzer. Ihr braucht wieder Butterbrotpapier ein Stück, welches so ein bisschen durchsichtig ist. Ihr braucht Kleber. Ihr braucht verschiedene Stifte, einen Bleistift, einen dünnen schwarzen Stift, verschiedene Scheren, eine Bastelschere, eine kleine spitze Schere. Ihr braucht einen Tacker. Ihr braucht was Rundes als Schablone. Ich habe mir so einen Deckel von der Chipsdose organisiert. Ihr braucht ein Lineal. Ihr braucht zweimal weißes Papier. Ja, und ihr braucht hier ein batteriebetriebenes Teelicht. Ja, aber bevor es überhaupt losgeht, möchte ich euch natürlich zeigen, was wir heute gemeinsam basteln wollen. Ich habe euch nämlich heute ein Sonnenblumen-Windlicht mitgebracht. Dieses Sonnenblumen-Windlicht ist ein absoluter Hingucker. Ja, und was jetzt hier genau beleuchtet ist, das zeige ich dir jetzt. Hier siehst du den beleuchteten Innenteil der Sonnenblume. Und somit ist dieses Windlicht natürlich ein Hingucker, auch in der Dunkelheit. Ja, na dann, lasst uns doch einfach mal gemeinsam losgehen. Als erstes nehmen wir unseren Milchkarton und müssen ihn mit weißem Papier bekleben. Vorher machen wir erstmal hier diesen Plastikverschluss ab. Einfach nehmen, das geht relativ leicht, einfach abmachen. So, dann ist der erstmal ab und dann öffnen wir erstmal unseren Karton. So, einfach erstmal öffnen. Und dann nehmen wir erstmal unser weißes Papier und müssen jetzt erstmal unseren Milchkarton bekleben. Dafür legen wir ihn auf das weiße Papier, ziehen das Papier ein bisschen rum. Nehmen uns Tesafilm und fixieren erstmal das Papier. So, Tesafilm erstmal schön fixieren und schön festkleben. Ja, und dann drehen wir unseren Karton einfach zurück, nehmen unseren Kleber und machen an unserem Milchkarton erstmal schön Kleber ran. So, schön Kleber. Und drücken ihn dann schön an das Papier ran. So, dann nehmen wir wieder unseren Kleber und machen wieder schön Kleber ran und ziehen ihn schön rum und schön fest und andrücken. Und so geht es einfach weiter. So, wieder schön Kleber nehmen und wieder schön andrücken. So. Machen wir hier einfach auch nochmal schön. So, immer schön andrücken, festdrücken. So, und das letzte Stück, dann nehmen wir auch wieder schön unseren Kleber und wieder schön rumdrehen und schön festdrücken. So. So, jetzt müssen wir ein bisschen unseren Karton öffnen. Und zwar von unten müssen wir uns markieren, ca. 8 cm. Und zwar an der Seite, wo wir den Verschluss haben. Da arbeiten wir jetzt. Ja? Also wir setzen unser Lineal an und markieren uns einfach mal 8 cm. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite auch. 8 cm. Ja? Ich habe mir jetzt hier 8 cm markiert. Und dort schneiden wir jetzt auch runter. Wir nehmen unsere Schere und schneiden jetzt genau hier an dieser Kante schneiden wir runter. Genau bis zur Markierung. Einfach die Schere nehmen und schön runterschneiden. Dann sieht es so aus. Ja? Das gleiche machen wir auf der anderen Seite einfach genauso. Einfach bis zu der Markierung schön runterschneiden. So. Und dann sieht es so aus. Und dann schneiden wir jetzt einfach hier weiter rüber auf und öffnen den Karton. Einfach die Schere nehmen und einfach hier rüber schneiden. Und dann sieht es so aus.
das Gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Die Schere nehmen und einfach schön hier rüber schneiden. So. Und dann sieht es so bei uns aus. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Restpapier festkleben, was hier noch so ein bisschen locker ist. Ja? Da einfach wieder schön unseren Kleber nehmen und überall wieder schön Kleber ranmachen und einfach wieder schön festkleben. Schön festdrücken, glatt ziehen. So. Dann sieht es so aus. Hier hinten haben wir genau das Gleiche. Da nehmen wir auch nochmal unseren Kleber und kleben einfach unser Papier schön fest. So, dass es schön hält. So, jetzt haben wir ja hier noch ein Reststück vom Milchkarton, was noch nicht mit weißem Papier beklebt ist. Dafür nehmen wir uns noch ein weiteres Stück Papier und machen jetzt hier oben einfach Kleber rauf. Schön Kleber rauf machen. So. So. Und dann einfach Papier nehmen und einfach oben ansetzen. Und schön randrücken einfach. So, dass es wirklich schön hält und festgeklebt ist. Und alles, was zu viel ist, schneiden wir einfach oben ab. Einfach die Schere nehmen und einfach schön abschneiden. So. Und jetzt haben wir die Grundlage zum Weiterbasteln und Arbeiten. Jetzt malen wir uns auf der Seite unsere Sonnenblume auf. Ja? Als erstes nehmen wir unsere runde Schablone oder du malst es mit freier Hand auf, wie du möchtest. Ich habe eine Schablone, ich lege sie mir einfach so ein bisschen mittig rauf. Nimm mir einen Stift und mal mir erstmal diesen Kreis auf. So, schön den Stift nehmen. Und schön den Kreis aufmalen. So. Und dann habe ich erstmal mir so den Kreis aufgemalt. Genau. So, jetzt müssen wir natürlich an unseren Blütenblättern arbeiten. Und wir fangen hier unten an. Unsere Blütenblätter hier unten sind erstmal recht gerade. Und dann müssen wir immer so eine spitze Form malen. Ja? Ich fange hier unten an, ich setze hier so ein bisschen am Kreis an, ich zeige das mal und markiere mir erstmal so nach unten so einen Schwung, damit ich das Blütenblatt dort unten schön weiterarbeiten kann, ja? So. Und dann ist es ja recht gerade, das heißt, ich fange aus der Spitze an zu arbeiten und mache mir erstmal so einen Schwung rum, damit ich sozusagen erstmal das erste Blütenblatt fertig habe. Ja, und dann arbeite ich einfach weiter. Dann kommt schon dieses Blütenblatt. Ja, ich setze einfach wieder schön an und male einfach mit Schwung mir immer so ein bisschen die Blütenblätter auf. Ja, das kann auch jeder so für sich machen. Einfach immer so einen kleinen Schwung finden. Und dann geht es einfach so weiter. Ja, von dort aus arbeitet man immer weiter von Blütenblatt zu Blütenblatt. So, schon habe ich mein nächstes Blütenblatt fertig. Und dann komme ich auch schon so ein bisschen hier in die obere Spitze rein. Da kann ich auch schön mit Schwung mir so ein Blütenblatt malen. So, und komme mit Schwung auch wieder schön zurück. Ja, das Schöne ist, man kann wirklich bis in die Spitze arbeiten, wenn man möchte. Und dann bin ich eigentlich auch schon hier oben und mal mir so ein bisschen das mittige Blütenblatt. So ein bisschen, auch mit Schwung. So. So, bin schon mit Schwung hier oben. Und dann mache ich das Gleiche, was ich auf der Seite gemacht habe, muss jetzt auf der Seite natürlich auch gemacht werden. Also wieder schön Schwung nehmen und immer so eine schöne Blätterform sich einfach kreieren und aufmalen. So. Ja. Und dann wieder schön neu ansetzen und sich wieder neuen Schwung geben. So. Und dann arbeitet man sich so weiter
rundherum so ein bisschen. So, dann das nächste Blütenblatt. So. Und dann ist man schon am Ende, unten, wo es wieder recht gerade wird. Da kann man schön in der Spitze reinarbeiten und einfach so ein bisschen schön zurückgehen. So, und schon bin ich einmal schön rundherum. Genau. Und dann arbeite ich noch im Kreis weiter, und zwar soll der Innenteil ja ausgeschnitten werden. Und da machen wir jetzt so ein bisschen parallel dazu einen kleineren Kreis, malen wir uns, ja? So ein bisschen. Und ja, dafür setzen wir einfach mal so ein bisschen mit Abstand, so ein bisschen mit Abstand, und malen so ein bisschen parallel dazu uns den Kreis rundherum, dass so ein kleiner Innenkreis entsteht. Ich zeige das gleich mal so ein bisschen. Der muss auch nicht ganz so gerade sein, einfach nur so ein bisschen parallel rundherum, so einen kleinen Innenkreis. So, ich male erstmal meinen und zeige es dann mal im ganzen Stück. So, jetzt habe ich das so gemalt, ja? So ein kleiner Innenkreis ist es. Okay, bevor wir weiterarbeiten, schneiden wir erstmal unsere Blütenblätter aus. Einfach immer ansetzen, so. Und einfach wieder frisch von vorne anfangen. Das lässt sich so am besten schneiden. Und so entstehen auch die super Spitzen entstehen, so, ja? Einfach schön ansetzen und einfach schön schneiden. So, bis wir einmal rundherum schön sind. So, einfach wieder schön ansetzen und wieder schön schneiden. So, wieder hier und wieder neu ansetzen und schön zur Mitte kommen. Und dann entsteht schön unsere Sonnenblume. So, bin ich schon auf der Seite. Einfach wieder schön ansetzen. Und das gleiche geht hier auch weiter. So. Und der letzte Rest auch nochmal. Hier unten ansetzen und schön schneiden. So, dann ist schon mal die Sonnenblume schön ausgeschnitten. So, jetzt wird es ein bisschen besonders, weil die soll ja beleuchtet werden und hier soll ja auch das Licht noch reinkommen. Das sieht nämlich so aus von der Seite. Das heißt, wir werden den Kreis jetzt nicht ganz abschneiden, sondern ein Stück übrig lassen, damit wir ihn rüberziehen können, damit dann das Teelicht reinkommt. Das heißt, wir nehmen jetzt unsere Schere. Und ich markiere mal hier so ein bisschen, jetzt müssen wir gucken, wie viel wir brauchen. Den unteren Teil schneiden wir nicht ab. Ja? Das heißt, wir setzen jetzt mal unsere Schere hier so ungefähr an und schneiden nur so halb alles auf und ab. Also, dass wir es klappen können. Also ich zeige es gleich mal. Erstmal so ein bisschen nehmen und schneiden. Und dann müssen wir gucken, wie es passt. So, jetzt sieht es erstmal so aus. Das drücken wir jetzt erstmal hier rüber, hier rein. So. So, ich sehe, ich kann es noch ein bisschen schneiden. Das muss man selber gucken bei seiner Sonnenblume. Nicht zu viel. So. So. Ja, dass das so bleibt. So brauchen wir es nämlich noch. Ein bisschen runterdrücken. So. Und jetzt kommt es ja hier ran. Jetzt muss man sich das ein bisschen markieren. Ja, so ungefähr hier rüber muss das kommen. Und da macht man sich jetzt mal eine Linie, weil dort müssen wir ein bisschen aufschneiden. Ich zeige das mal gleich. Also man nimmt so seinen Stift, geht da so rüber und markiert sich ungefähr, wo der Kreis ankommen würde. Ja, also ich habe mir jetzt hier so eine Markierung gemacht. Und die muss ich jetzt aufschneiden. So, also ich bin jetzt hier an dem kurzen Stück und an dieser Markierung, die ich mir gemacht habe, setze dort meine Schere an und schneide sie ein bisschen auf. Und es muss noch ein bisschen mehr aufgeschnitten werden, mache ich es ein bisschen größer, den Schnitt. Ein bisschen vergrößern.
zeige das gleich, dass es wirklich wie so ein kleiner Schlitz aussieht. Ja, ich habe mir jetzt so einen kleinen Schlitz gemacht. Muss jetzt aber erstmal gucken, ob das passt. Ja, das muss jetzt sozusagen reingepuzzelt werden. Und ich sehe, oh, mein Schlitz muss noch ein bisschen größer gemacht werden. Dann nehme ich ihn einfach nochmal und verlängere meinen Schlitz mal so ein bisschen. Das muss man so ein bisschen anpassen. So, gehe jetzt mal hier so ein bisschen rüber und vergrößere jetzt einfach mal ein bisschen meinen Schlitz. Und mache ihn jetzt auch mal auf der Seite ein bisschen breiter. So, mein Schlitz sieht jetzt so aus, ja. So, jetzt kommt es wieder, dass man das hier rüber nimmt. Ja, und dann kommt hier so ein Stück raus, ja, so ein Stücke. Und dieses Stück klappt man einfach runter. So, das klappt man so runter und nimmt am besten Tesafilm und klebt es fest. Das ist wie so eine Lasche, damit es hält und nicht wieder rausrutscht. Einfach schön Tesafilm nehmen und festkleben. Ja, und dann hält es so und dann sieht es so aus. Dann sieht es so aus und so aus. Weil nämlich hier genau unser Teelicht draufkommt. Ja, sehr, sehr schön. So, und dann können wir gleich mal hier oben das anpassen. Das heißt, wir drücken das mal hier ran und nehmen mal unseren Tacker und tackern das jetzt einfach mal fest. Ja, einfach mal nehmen und festtackern. Dann wird es nämlich auch noch stabiler. Und jetzt muss man das einfach anpassen ein bisschen. Ja, jetzt muss man einfach mal seine Schere nehmen und es so ein bisschen passend schneiden, wie so ein Blütenblatt. Ich zeige das gleich mal. Einfach runterschneiden. Ja, dass man das wirklich so ein bisschen anpasst und ein bisschen so schneidet, wie das Blütenblatt ist. Ja, so dass es spitz wird wieder. Ja. Gut. Und dann arbeiten wir jetzt noch weiter an unseren Blütenstamm hier, den Stängel und die Außenblätter. Dafür nehmen wir uns wieder unseren Bleistift und arbeiten jetzt einfach hier runter und so einen dicken Stängel. Einfach mal runter malen. So, das ist ja relativ immer ein dicker Stängel. Der sieht auch wirklich so aus, richtig schön dick. Und dann kommen die Blätter rechts und links an die Seite. Da setzt man einfach an, so wie man es möchte. Also ich fange erstmal hier unten an und male mir erstmal so eine Art Blattform. Ja? Die ist ja nur so halb zu sehen. Und jetzt male ich einfach auf der Seite nochmal weiter, damit das Blatt weitergeht. Also ich drehe meine Dose und einfach male das hier hinten einfach weiter, mein Blatt, und komme dann wieder aber nach vorne. Ich zeige das gleich mal. Ja, also ich bin jetzt hier und habe jetzt hier rundherum weitergemalt. Und das gleiche mache ich jetzt hier. Jetzt setze ich es ein bisschen höher an mein Blatt. Hier oben mache es mir wieder schräg rüber. Ja, jetzt mir hier so schräg rüber und mal jetzt hier hinten wieder auf der anderen Seite der Dose, zeig das gleich mal, male ich das Blatt einfach folgend weiter und komme dann wieder nach vorne auf die Dose und schließe mein Blatt. Ja, dann sieht es erstmal so aus. Und dann muss ich meine kleine spitze Schere nehmen und genau auf der Seite, die wir hier an der Seite gemalt haben, da schneide ich das Blatt auf, aber nur so ein Stück. So, also die kleine spitze Schere nehmen und nur hier an dieser Seite schneiden wir das Blatt auf. Einfach die Schere mal ansetzen. So. So, ja. Und dann kann man das nämlich wieder schön nach vorne klappen. Das sieht nämlich dann cool aus. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite genauso. Wieder nur an der einen Seite dieses Blatt ein Stück aufschneiden. So, und dann wieder vorklappen und dann sieht es so aus. So, bei mir ist sogar so ein bisschen, muss ich noch ein bisschen nachkleben. So, und dann sehen die Blätter recht gut aus. Dann kommen die nämlich von vorne nämlich so und sieht so ein bisschen lebendiger aus.
Ja, und jetzt ist einfach noch wichtig, dass wir das wieder vorne zukleben, damit das auch alles gut gestaltet werden kann. Dafür nehmen wir unser Butterbrotpapier. Und wenn wir natürlich eine Schablone haben, ist es super, weil die können wir nämlich jetzt genau hier rauflegen und uns abzeichnen, weil genau dieses Stück brauchen wir dann. Und das schneiden wir uns dann noch ab. So, einfach mal abschneiden. So. Einmal ausschneiden. So. So schön nehmen. So. Einmal runter und ausschneiden. So, dann ist es schon fertig. Und genau dieses runde Stück passt hier rauf. Und das heißt, jetzt mache ich einfach hier vorne nochmal schön Kleber rauf. So, dass es auch wirklich, wirklich gut hält. So. Kleber nehmen. So, schön Kleber drauf machen. Ja, und dann einfach das durchsichtige Papier nehmen, drauflegen und schön, schön ziehen und schön festkleben. Schön festdrücken. Ja, und dann ist die Sonnenblume wieder zugeklebt und kann jetzt natürlich total toll gestaltet werden. Und ja, und wenn du dann einfach fertig bist, ja, dann hast du ja hier dein Teelicht. Und das kannst du dann hier so schön an der Seite reinmachen. Das hält dann richtig gut. Und dann wird wirklich der Innenteil super beleuchtet. Und deswegen ist es dann ja wie so ein tolles, schönes Windlicht. Ja, wir sind dann soweit fertig und ich hoffe, du hast jetzt so richtig Lust bekommen, hier auch so ein Sonnenblumenwindlicht zu basteln. Und du kennst mich ja und du weißt ja, ich bin immer voll neugierig, wie denn dein Windlicht aussieht. Und ich würde mich natürlich total freuen, wenn du mir dein selbst gebasteltes Sonnenblumenwindlicht vorbeischickst unter dieser hier eingeblendeten E-Mail-Adresse. Denn alle Windlichter, die hier ankommen, werden natürlich in meinem nächsten Video präsentiert. Und darüber würde ich mich natürlich total freuen. Ja, wenn du natürlich noch weiter Lust bekommen hast, mit mir zu basteln, ja, dann geh doch einfach mal auf meine Playlist Laterne. Dort findest du noch weitere schöne Lichtmomente. Ja, oder abonnier doch einfach meinen Kanal, dann hast du immer die aktuellsten News von mir. Ansonsten würde ich mich natürlich über deinen Daumen nach oben freuen. Okay, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.